Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Goodbye Deponia. Wieder mal mit Rufus und offensichtlich Rufus. Hör auf, dir rumzupennen, du Knallerbse. Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja den Kaffee vielleicht auf den Boden schütten könnte. Ah, jipp. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Putzibot, Putzibot. Begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Du hast ihm ja auch Kaffee hinten auf den Arsch gestellt. Oh, Staubbeutel, genau, stimmt. Daher noch Rotz, Staub. Cletus, guck einfach mal weg. Ich mach dir jetzt einen Bagel mit... voll viel Ekelzeug. Nam, 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 nam. Bitteschön. Was soll das darstellen? Essen. Na, was für wohl? Dich. Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kumpel. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Du bist noch größerer Vollidiot wie... Oh oh. Ich glaube, ich muss... Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Ich glaube nicht, dass er die Gesichtsfarbe spielt, du Idiot. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, für Vollidioten vielleicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir, aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Ah! Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Was für Jetskis? Hat man dir ins Hirn gekackt? Wieso frage ich das überhaupt? Oh, oh. Oh, der Flyer. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Ja. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Urk. Ha. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, okay, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdiwui. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Ja, dein Verstand zum Beispiel. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Der Widerstand scheint dem Organ nun ja nicht besonders zuzusetzen. Er schläft wie ein Baby. Ha, was genau genommen noch besser so ist. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Ah, bla. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Ach, da kann ich ja durchgehen.
Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Irk. Passt. Wofür mache ich das? Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen WURG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben WURG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen WURG-122. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles derselbe Vordruck. Wenn ich noch einen brauche, weiß ich ja jetzt, wo ich Nachschub finde. Was mache ich hier eigentlich? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Medizinische Dienstleistung? Maybe. WURG-75. So. Und dann? Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Ja, vielleicht soll ich dem Typen da oben die Klamotten klauen. Was Kriechgang? Ach, jetzt bin ich da unten. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Das hatte Argus also gemeint. Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Stör ich? Rubus, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch was macht denn der Cowboy-Pär wieder? Das ist Rubus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe, innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da, also rückt mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini, vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Hm.
gesagt hat. Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon. Ah, da ist eine Schraube, mit der man die Leitung... Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verschicken will, brauche ich eins. Warum hat der jetzt auch das Essen da drin? Es ist gerade so spannend. Okay, fail. Hey, Janosch. Hallo, Ruvusch. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Oh, so einfach geht das. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaschkatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Ja. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galev meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War es auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Kollateralschäden. gab es auch Tode? Tausende Tode. Das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Aha. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Rufus ist ein Volltrottel. Das ist ja wieder sehr interessant. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das... Ja, hoffentlich. Mach mal. Hat der Nervensägen, Joe. Oh, lässt sich das schwer biegen. Oh. Ich hoffe, dann kommt bald mal was. GZ. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Noob. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Probieren wir es einfach mal aus. Hey, warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Ach, halt's mal. Und in Rusland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ha! Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ja, ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Ah, wie soll ich denn...
Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieber erreichbar bleiben. Rufus Ant... Rufus, du schon wieder? Weißt du immer noch nicht, wann der Bogen überspannt? Ja, wenn er reißt, oder? Betrachte ihn als gerissen. Tony, over. Ich weiß nicht, wie ich dem beweisen soll, dass ich zu zweit bin. Ich muss jetzt erstmal zurück. Der Typ nervt mich. Ich bin der Cowboy-Toto. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Ah, Idiot. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Versteck dich, Rufus! Oh nein, der schnappt jetzt Cowboy Dodo, oder? Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Ist das nicht unfassbar. Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow! Ah, Rufus! Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still! Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ja, sieht aus wie du. Ich zieh mich nicht um, wenn jemand zuguckt. Ich bin nicht so ein Mädchen von dieser Sorte. Du bist ein Kerl. Ja, du bist was Ähnliches wie ein Kerl. Du bist... Eigentlich solltest du ein Kerl sein, aber du bist... Ja, nun... Ziehst du dich jetzt bitte an, dass das wie ein... Dankeschön, du blöder Affe. Ach so. Hallo? Würden Sie mein Gesicht scannen, cool. Herr? Das hat funktioniert. Super. Hi. Herr Doktor, endlich. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm. Entferne ich doch mit links. So schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Sezierbesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Oh nein! Nein, ich muss das jetzt nicht machen, oder? Kinderspiel. Immerhin bin ich Chirurg. Das Minispiel? Sie meinen Chirurg? Das auch. Der ist doch bei vollem Bewusstsein. Das ist voll ekelhaft. Was ist das? Oh ja. Es tut mir leid. Kann ich die auch wieder reinmachen?
Der stirbt, oder? Anleitung. OMG. Wow. So. 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 Nee. Wow. So. Nee. Mm-mm. Wo gehört das letzte Teil hin? Ich hab keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Was? Zumachen. Nein! Du kannst doch nicht. Rufus! Ah. Na, das hat doch geklappt. Wie am Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit! Ich hab ihm voll übereinander operiert. Ist das ekelhaft, der arme Kerl. Oh, ich dachte nicht, dass mir Cletus mal leid tun würde. Ohne Scheiß, das ist ja voll widerlich. Und dieses Innereienrätsel war auch widerlich. Was uns noch so erwartet, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao.